Der Zeitpunkt ist ja auch nicht ganz zufällig. Also gerade in dem Augenblick, in dem die Bauernproteste zum ersten Mal wirklich massiv gegen die Ampel demonstriert haben, kam dann glücklicherweise diese Inszenierung von Korrektiv über ein Treffen, das ja viel, viel früher stattgefunden hat, das schon im November stattgefunden hat. Also ich glaube, man muss kein Verschwörungstheoretiker Naja, sein, um zu offenbar sagen, schon, offenbar schon. das passt irgendwie doch perfekt dazu. Ja. Und dazu Deine kommt noch, und große damit, Verschwörung von Ampel und Korrektiv, ich glaube, oder was damit wollten Sie mit jetzt einem sagen? können Sie, glaube ich, weniger gut umgehen, nämlich mit dem, was jetzt noch folgt. Und auch das ist evident, dass nämlich eine grüne die im Fernsehrat ist, dass die den Tagesschau-Chef dazu gebracht hat, weniger über die Bauernproteste und mehr über die Proteste gegen die AfD zu berichten. Das heißt, genau in dem Augenblick, in dem die Ampel wirklich massive Legitimationsprobleme bekommen hat, mehr als noch durch die schlechten Umfragewerte. Glaube ich, in diesem Augenblick beginnt diese Inszenierung. Das kann kein Zufall sein. Also das passt einfach zu gut und es ist einfach auch, denke ich, etwas Absurdes, dass Demonstrationen stattfinden, an denen die Regierungsmitglieder teilnehmen. Also was soll das denn bedeuten? Also die Regierung subventioniert oder finanziert non-governmental organizations, die dann Propaganda für die Regierung machen. Das ist genau das, was wir beobachten, und zwar unter diesem wunderbaren Titel Zivilgesellschaft. Dieser Begriff Zivilgesellschaft ist längst gekapert worden. Wenn Sie sich angucken, wer damit gemeint ist, dann sind das genau diese non-governmental organizations, die unendlich viel mit dem Government, mit der Regierung zu tun haben. Das ist nicht mehr so wie früher, dass die unabhängig von der Regierung irgendwie bestimmte Issues, bestimmte Themen verfolgen würden, sondern die werden finanziert von der Regierung. Und das ist, glaube ich, das ist keine Verschwörungstheorie und das ist etwas, was sehr systematisch betrieben wird. Und für mich ist das ein gespenstisches Bild, wenn Massendemonstrationen stattfinden, Demonstrationen, die normalerweise als kritische Instanzen gedacht sind, und zwar im Regelfall gegen die Regierung, dass die, wenn Sie so wollen, mit Hilfe der Regierung und mit Beteiligung der Regierung stattfinden. Ich kenne das nur aus der DDR. Ja, okay. Also bitteschön. Also ich meine natürlich, Sie können sich eine Fantasierealität zurechtlegen und dann vor der Was war geschreckt und von der daran von Fantasie? der Was war geschreckt daran von der ich Fantasie? erkläre es Ihnen nicht gerade Ja, und von der geschreckt sein und sagen, das ist gespenstisch, ja. ja. Und dann auch noch annehmen, es hat irgendjemand sich verschworen, dass gerade in dem Augenblick, wo 8.500 Bauern vom Brandenburger Tor demonstriert haben mit Traktoren, diese Recherche, die jeder weiß, wie lange Journalisten für eine Geschichte brauchen, um sie auf den Boden zu bringen, dass die gerade dann rauskommt. Ja? Also ich glaube, wir brauchen überhaupt keine Verschwörungstheorien dieser Art. Und ich glaube, es ist auch relativ... Aber dass das auch regierungsfinanziert, das ist nun überhaupt keine Verschwörungstheorie, sondern eine Tatsache. Was heißt denn regierungsfinanziert? Ja, sozusagen österreichische Medien, wir sind auch von der Regierung finanziert im Sinne, dass wir im Parlament beschließen, dass es Presseförderung gibt, dieses und jenes, öffentlich-rechtliche Fernsehen und so weiter und so fort. Ja, das ist dies, aber darüber brauchen wir doch jetzt überhaupt nicht Das ist diskutieren. aber auch Der zentrale eins Punkt, unserer der zentrale Grundprobleme. Das ist Punkt, eins das unserer Grundprobleme. zentrale, der zentrale Punkt, der hier auffällig ist, ja, es demonstrieren 1,5 Millionen Menschen an einem Wochenende gegen Rechtsextremismus und antidemokratische Tendenzen. Ja? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, das ist gut, dann ist man sozusagen auf der Seite der Demokratie, dann ist man auf der Seite der Demokratie, oder man will das unbedingt delegitimieren. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, aber das, was Sie genau Sie jetzt gemacht haben, dann sind Sie offensichtlich auf der anderen also Seite. Also wer das jetzt nicht gut findet, ist gegen die Demokratie, würde ich das sagen. Das ist eine Diskriminierung. Man muss wenn man, dort wenn nicht demonstrieren, man unbedingt, oder man ist gegen die Demokratie. Diese Demonstranten, Demonstrationen diskreditieren will, wenn man unbedingt diskreditieren will, die Aufdeckung, an der ja niemand zweifelt, von dem, was da gesprochen worden ist, von AfD-Identitären und anderen Rechtsextremisten, wenn man diskreditieren will, die Aufdeckung dieser haarsträubenden Deportationsfantasien von nicht nur Asylbewerbern, die abgelehnt worden sind, sondern auch Ausländern, die gut integriert sind und gut integriert sind und sogar Staatsbürgern, die irgendwie dunklere Haut haben oder sonst. Das ist doch etwas, wo einem die Alarmglocken schlagen müssen oder und man nicht hergehen sollte, dass man sagt sozusagen, na, da, an denen, die dagegen protestieren, wird auch irgendwas schlecht. Aber ist es nicht auch so, Herr Miesig, dass dann es auf der anderen Seite auch den Versuch gibt, ein Thema, nämlich das Thema Migration und wenn man so will, einen restriktiven
lockeren Umgang mit dem Thema Migration zu diskreditieren, indem sofort nach dieser Inszenierung dann Remigration zum Unwort des Jahres gemacht wird und damit man auch sagt, wer darüber redet, der ist schon nicht mehr ganz dabei. Remigration, so wie der Begriff jetzt gebraucht worden wird, wurde erfunden von den Identitären, um es in den politischen Diskurs zu schmuggeln. Ja? Den Begriff der Remigration gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Um zu kamuflieren die Vorsätze, die die jetzt haben. Ja, das ist die eine Geschichte. Ich kann ja über alle anderen Fragen, nämlich wie Migrationspolitik vernünftigerweise unter sehr komplexen Bedingungen, wie hat ja keiner auch die beste Antwort drauf, gesteuert werden soll. Da kehrt er dazu. Sie haben schon angemerkt, wie man abgelehnte Asylbewerber aus dem Land bekommt, weil das Recht muss ja gelten. Das ist nicht so einfach, wie wir alle wissen, weil da brauchst du natürlich die Abkommen mit den Herkunftsländern. Ist es eine Diskriminierung dieser Demonstranten, wenn man, und nicht mehr habe ich getagt, ich habe zwei Dinge gesagt. Einmal, NGOs sind da zentral beteiligt und die sind von der Regierung finanziert. Das Zweite, was ich gesagt habe, es gab einen massiven Einfluss des Rundfunkrats in Gestalt einer Grünen auf die Tagesschau, nämlich auf die Gestaltung der Tagesschau, sowohl der Bauernproteste als auch dieser Proteste gegen die AfD, mit dem deutlichen Hinweis, man solle die Bauernproteste runterspielen und die Proteste gegen die AfD ins Zentrum stellen. Das sind die beiden einzigen Dinge. Ich frage mich, was ist daran diskriminierend? Was Sie versuchen, ist doch nur jede Kritik an dieser Politik. Sie müssen nur Gegenargumente akzeptieren. Es ist nicht so, Sie dürfen Ihre Kritik vorbringen. Sie haben gesagt, das sei diskriminierend. Sie müssen sich auch damit abfinden, wenn Sie ein Argument vorbringen, dass jemand ein Gegenargument bringt. Sie werden ja einen Grund dafür haben, dass Sie diese Demonstrationen dauernd versuchen zu diskreditieren. Herr Bolz, es ist ja doch interessant, auch in dem Migrationsthema, dass man dann irgendwie diese Frage Außengrenzen immer wieder stellt, sagt, ganz schwierig, Abschiebung ganz schwierig, weil man ja die Zustimmung der Herkunftsländer bräuchte. Eins, was besonders kontroversiell diskutiert wird, ist dann die Frage, ob zum Beispiel, also Milton Friedmans altes Wort, man kann entweder einen Sozialstaat haben, einen ausgebauten, oder Einwanderung. Einwanderung und ein ausgebauter Sozialstaat sind ein Problem. Diese Studien letztendlich gehen auch in die Richtung, dass man sagt, wenn man, und die Dänen zum Beispiel haben es anders gemacht und einige nordische Länder gesagt, das ist eigentlich der Weg, man kann nicht die Außengrenzen militärisch schützen, weil der Ernstfall des Außengrenzschutzes wäre der Schießbefehl und den wird niemand geben, hoffentlich und zu Recht. Absolut. Eigentlich ist die einzige Möglichkeit im Inneren, nämlich auf diese ökonomische Schiene zu sagen, wir sorgen dafür, dass diese Unterschiede größer werden. Mhm. Ist das der Weg? Ich sehe eigentlich auch keinen anderen. Ich bin zwar kein Spezialist und wie Sie es zu Recht ja gesagt haben, ein extrem komplexes Thema ist es ja nun wirklich. Aber ich würde einfach sagen, man könnte aus der Erfahrung anderer lernen. Es ist ja so, dass gerade die skandinavischen Staaten, zumindest für uns in Deutschland, immer Vorbildstaaten waren im Sinne von Toleranz, Aufgeschlossenheit, Fremdenfreundlichkeit. Diese Staaten haben ihre ersten schlimmen Erfahrungen gemacht. Das gilt für Schweden, das gilt für Dänemark, vor allen Dingen auch für Holland, mit den entsprechenden über Jahrzehnte hinaus verzögerten Reaktionen, die wir jetzt aber in aller Deutlichkeit sehen. Die Art und Weise, wie diese Länder jetzt mit dem Problem umgehen, das sollte wenigstens von uns studiert werden. Also wir sollten wenigstens überlegen, ob das nicht wirklich eine praktikable Lösung ist. Ich wäre sehr dafür. Ich halte das für sehr vernünftig, gerade aus dem Grund, den Sie erwähnt haben, das ist, niemand wird schießen. Aber bei uns ist das Problem auch noch ein bisschen größer, einfach deshalb, weil es sehr, sehr viele Kräfte gibt, und das sind eben im Wesentlichen die Grünen, aber auch viele von der SPD, die im Grunde auch gar nicht wollen, dass es zu Veränderungen kommt. Also sie wollen gar nicht, dass es zu einer Reduktion der Einwanderung kommt, Reduktion der Massenmigration. Offene Grenzen, ihr seid alle willkommen. Ich habe Transparente gerade gesehen bei diesen Massendemonstrationen, kommt alle. Ja, diese Geste der Willkommenskultur, nicht? Wir freuen uns über jeden, der kommt.
das ist, glaube ich, sehr, sehr tief verwurzelt und in den Grünen so tief verwurzelt, dass sie tatsächlich dann sabotieren, wenn es mal zu irgendwelchen ersten Schritten der Veränderung der Situation gekommen ist. Es ist bei uns extrem. Ich will nur ein Beispiel nennen, was geradezu grotesk ist. Sie werden es aber wahrscheinlich trotzdem legitimieren können. Wir haben ja Verschärfungen vereinbart der Rückführung, Vereinfachungen auch der Rückführung, wenn jemand definitiv juristisch als nicht akzeptabel ausgewiesen wird. Diesen Leuten wird jetzt ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Also Leute, nachdem sie rechtskräftig ausgewiesen sind oder ausgewiesen werden sollen, bekommen sie einen Rechtsbeistand. Warum eigentlich? Ganz einfach, dieser Rechtsbeistand, wenn er noch halbwegs bei Trost ist und weiß, was sein Job ist und juristisch verschlagen ist, der wird es natürlich dazu bringen, dass diese Abschiebung nicht stattfindet. Kurzum, wir haben wirklich dieses Problem, dass sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der Migrationsebene die Partei der Grünen, bei der SPD klammern wir mal ein, die Partei der Grünen gar nicht will, dass sich etwas ändert. Weder in der Wirtschafts- und Energiepolitik noch in der Migrationspolitik. Und dass das reine Rhetorik ist. Also das, was wir jetzt erleben angesichts der AfD-Erfolge, ist eine reine Rhetorik. Wir machen was. Aber haben Sie gehört, was Frau Faeser gesagt hat? Maximal 600 Leute pro Jahr dürfen abgeschoben werden. Maximal 600 Leute. Und das heißt, es ist so gut wie gar nichts. Es passiert überhaupt nichts. Und deshalb, denke ich, ist das Problem noch ein bisschen größer als nur Komplexität der Sachlage, sondern es ist auch ein Unwille, etwas daran zu ändern, jedenfalls bei den Parteien, die im Moment an der Macht sind.